Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Northgard. So, wir sind hier auf einem deutlich besseren Weg mittlerweile. Oh, Berserker können wir jetzt auch haben. Sehr schön. Du gehst gleich mal da hoch. Können wir hier jetzt auch einen weiteren einsetzen. Noch einen Zivilisten zum Speer machen. Er kann sich gleich mal darum kümmern. Und wir brauchen wieder Häuser. Die wünschen sich noch gar keine besseren, okay. So. Darauf gehen. Nee, das machen wir nicht. Hier schon. So, jetzt können wir auch Nahrung produzieren. Zu wenig Geld. Okay, ein Upgrade mal. Die könnten noch eins vertragen. Hat nicht viel gebracht, so können wir weitere Händler einsetzen. Irgendwann mal. Okay, die Fische gibt es aber nur hier scheinbar, oder? Denke ich mal. Genau. Gut, dann müssen wir dringend hier hin. Können wir uns sogar leisten. Machen wir das auch gleich mal. Im Winter kriegen wir schon hin. Wobei, naja, lassen wir das vielleicht lieber. Just in case. So. Oh, die sind hier fertig, okay. Das ist natürlich noch besser. Dann sollten wir nahrungsmäßig eigentlich gleich wieder im Plus sein. Würde ich mal meinen. Jawohl, sind wir. Dann können wir es natürlich schon erobern. So, dann machen wir hier dann die Fischerhütte hin. Komm schon. Wo bleibt sie, ihr Trauger? Ist hoffentlich nur einer. Du gehst ein bisschen weg. Das klingt gut. Mit dem hier können wir jetzt auch irgendwas tun, ne? Was? Schmiede vielleicht oder so? Häuser?
Also wieder, ist wieder Zeit. Wünschen sich schon bessere Häuser? Jawohl, tun sie. Aber kann auch hier mal einen hinschicken. Kann auch hier jemanden hinschicken. Das kann man sich leisten. Gut, dann werden wir mal die Wölfe in die Pfanne hauen. Jawohl! Ha! Nicht schlecht, in einem Zug haben wir das platt gemacht. Und bekommen wir gleich mal 5 Steine. Und damit eine Zufriedenheit mehr. Militärische Einheiten verbrauchen weniger Nahrung. Naja, wir brauchen mehr Kohle mal. So, wir können das Haus hier aufwerten. Mehr Zufriedenheit. Oh, hier gibt es ja auch Steine. Wie praktisch. Wie überaus praktisch. Aber wir brauchen mehr Sachen für Nahrung. Das ist nicht viel, was wir hier haben. Da hat man es mit dem Drachenklein ein bisschen besser gehabt. Aber deutlich mehr Steine auch, auf jeden Fall. Hier gibt es auch Wölfe, hier gibt es einen Bären, den wir sich holen werden. Fest mal. 230 brauchen wir dafür. Wow. Gut, das war ein bisschen weniger Nahrung, weil die hier nicht produzieren. Fünf auf 1 runter. Muss ich jetzt auf 6 oder so hochgehen, wegen den Nahrungslager. Oh, 9 sogar. Okay. Interessant. Achso, weil die fertig waren. Nee, doch. Ach, keine Ahnung. Egal. Hauptsache es passt. Hui. Stimmt, da muss man das ja aufwerten, das Speerlager, damit der feindliche Gebiete erkunden kann. Da sind die Goblins im Weg. Was für uns ja erstmal gut ist. Hier gibt es Schafe, das werden wir gleich mal erobern. Oh, diesen Winter ist besonders kalt. Das ist nicht gut. Na, es ist auf jeden Fall gut, dass wir gleich mal die Schafe haben. Und wir müssen jetzt ordentliche Nahrungsvorräte anlegen. Gut, dass die hier schon Stein abbauen, das können wir brauchen dann. Für das Upgrade hier. Nochmal 20% mehr Nahrungsproduktion. Beziehungsweise können wir hier gleich mal die Wölfe auch holen. Schon wieder wurde der Speer verletzt. Das ist ja Wahnsinn. Ach, hier haben wir außerdem Eisen, das sollte man sich auch mal unter den Nagel reißen. Bis zum Winter ist ja noch ein wenig Zeit. Ich habe noch gar keinen Segen erhalten. Könnten wir auch brauchen, aber dann müssen die erstmal das hier abbauen.
Boah, gerade noch überlebt. Gut, dass du hier bist. Wir haben das hier gebaut. Was, wir sind noch verletzt? Achso, der Speer ist das. Da gibt's viel Stern. Was gibt's hier? 52 Sterne. Wow, ist auch verdammt viel. So, wohin expandieren wir weiter? Goblins. 5 Goblins hier, die sind nicht sonderlich stark. Dafür können, da könnte man sich an denen rächen fürs letzte Mal. Oh, wir brauchen dringend Eisen. Die sind eh schon zu dritt. Und dringend mal das Eisen, damit wir den Berserker anheuern können, weil den können wir echt brauchen. Das hier angreifen bringt uns nicht viel. Fest mal organisieren. Das wäre jetzt aber nicht schlau, weil wir zu wenig Nahrungsproduktion haben. Aber das geht. Ja, 2 Nahrung mehr gleich. Das auch noch. Mist. Das hier ist sicher nicht so verkehrt. Das können wir auch gut gebrauchen in dem Winter. Okay, hört mal hier auf. Hier macht es noch kurz weiter. Wir brauchen unbedingt noch ein Eisen. Genau, deswegen. Hahaha. Damit brauchen wir die jetzt erstmal nicht. Genauso wie die beiden Bergarbeiter hier. Damit sollte man eine gute Nahrungsproduktion zusammenbekommen. Dann könnte man vielleicht sogar ein Fest mal organisieren, wenn wir jetzt wirklich eine gute Produktion haben. Ha, jawohl, so geht das. Und der hier ist eh gerade übermächtig. Verstärkte Rüstung. Gebäude ohne Arbeit, das geht kein Problem. Durch das Festmahl machen wir immer noch ein Plus von 36. Das ist gut. Das ist sehr gut. Holz allerdings ist ja ein bisschen schwach. Ich denke mal, das wird dann ins Minus gehen. Und ein Forscher ist. Also der Speer ist wieder gestorben. Oh, jetzt machen wir sogar ein Plus von 38. 40 wird immer besser. Sogar jetzt machen wir ein ordentliches Plus, das heißt, wir können hier problemlos 2 wieder hochschicken. Dafür haben wir jetzt ein kleines Problem damit. Wir können gleich noch ein Festmahl organisieren, das ist gut. Achso, es ist noch nicht der Schneesturm losgegangen. Haha, das ist das Problem. Der geht nämlich jetzt los. Schaut gleich ganz anders aus. Machen wir schon Minus. Jetzt machen wir wieder Plus 3. Holz wird auch deutlich weniger. Also das, obwohl wir die Kaminplatte haben und den Brennholzverbrauch halbiert haben, damit machen wir das in Minus 8. Heftig. Echt heftig. Aber gut, wir können hier eine Holzfällerhütte hinbauen. Oh, das war nicht gut, das Festmahl, weil jetzt machen wir da. Das hat viel Nahrung gekostet und wir machen jetzt ein Minus A. Ein Plus von 3. Und wenn das Fest mal zu Ende ist, machen wir ein ordentliches Minus. Das sehe ich schon kommen.
Und Holz machen wir sowieso schon auch ordentlich minus. Minus 8, das ist nicht gut. Minus von 6. Schauen wir mal, dass wir damit ein bisschen drücken können. Heilt euch. Ja, dadurch ja 20% mehr bekommen. Nö, hat nichts verändert. Mist. Na gut, den Winter müssen wir jetzt durchhalten. Aber positiv denken, der Winter ist für die anderen hoffentlich genauso übel. Okay, das ist übel vorbei. Außerdem. So. Hier da geht's dahin. Zwei weitere. Hierhin. Und wir setzen den Eroberungsfeldzug fort. Da ist so ein Kollege auch noch oben. Großartig. Erstmal heilen. So, und wir müssen jetzt irgendwie an mehr Zufriedenheit rankommen wieder. Beziehungsweise mal die da runterschicken. Jetzt brauchen wir 100 Holz brauchen wir dafür. Aber zum Bauen brauchen wir auch 100 Holz. Wäre das Upgrade dann nicht. Wäre das Upgrade eigentlich besser? Da will seiner wissen. Ja, der Kollege, da hast du dich mit dem Falschen angelegt. Wobei, der macht auch ganz schön viel Damage. Das ist auch ein Wolfsclan scheinbar. Mist. Das ist nicht so gut. Müssen wir hier gleich mal handeln. Die sind hier fertig. Und bitte Nahrung holen. Nahrung sammeln. Da haben wir immer noch nicht genug Holz. Gut, wir haben jetzt auch den Dune gebaut. Aber jetzt gleich. Interessant. Sehr interessant. Kommt aber hierher, damit wir mehr Dings haben. Ah, die sind auch fertig. Jetzt wohl einen kleinen Grafikbug. Hin und wieder. So, dann machen wir als nächstes. Hä? Was dann? Oh! Die haben so einen Berserker erledigt. Und das so leicht. Mann! Ernsthaft jetzt? Jetzt müssen wir sie einen neuen zulegen. Kostet aber ganz schön viel. Mann, sein Schaß. Hat den echt voll vernichtet. Brauchen mehr Geld. Na klar, jetzt kommen die hier zum Angriff. Das werdet ihr bezahlen. Das verspreche ich euch.
früher als später. Ist der stark? Ja, geht. Schwach ist er nicht. Alter, du Koffer! Hä? What the fuck? Mach ihn platt. Wo sind die? Da ist der Steingolem. Erstmal hier den Trauger einstampfen. Ha! Haben wir nur das Geld, dass wir den Berserker wiederbekommen. Kriegshäuptling bekommt eine Leibwache. Also der ist noch nicht verfügbar. Gut, Freunde, damit endet aber auch der nächste Part von Northgard. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!